Ah, die Grafschaft Teacup. Welch wundervolles Plätzchen auf dieser Erde. Strände, grüne Landschaften und lebendige Wälder. Einfach ein wunderschöner Ort. Und natürlich die Heimat unserer berühmten Teacup-Tee-Manufaktur mitten in unserer kleinen Stadt Teemünster. Hier sind die Menschen noch glücklich und helfen einander, zumindest meistens. Doch genau wie im Rest der Welt gibt es auch hier in unserer wunderschönen Grafschaft Teacup ab und an mal Probleme, Gefahren und Abenteuer. Und davon wollen wir euch jetzt erzählen. Ah, die Küste. Weiter Himmel, frische Luft, die Wellen brechen am Ufer, der Geruch von Seetang und Natur, wundervoll. Und könnt ihr den Leuchtturm sehen? Ein sehr altes Gebäude, es wurde im Jahre 1906 erbaut, von einem unserer berühmtesten Bewohner. Moment, was ist das? Es hat eine Sohle und Schnüre. Es sieht aus wie ein Schuh. Wartet. Es riecht wie ein Schuh. Es muss ein Schuh sein. Aber das hier ist definitiv ein ziemlich großer. Wo kommt der her? Ich bin mir sicher, niemand in der ganzen Grafschaft Teacup hat solch einen Schuh. Vielleicht sollten wir jemanden anrufen. Vielleicht die Polizei? Oh, wartet. Wir sind nicht alleine. Das ist Mr. Hamley Irving. Er hat einen kleinen Buchladen in Teemünster. Was ein wunderschöner Tag, um einen kleinen Spaziergang am Meer zu unternehmen. Ich liebe die frische Luft. Oh, es riecht nach Natur, nach dem Meer, Seetang, alten Schuhen. Warte, alte Schuhe? Oh, du heiliger Bücherwurm. Es ist ein Schuh. Und was für einer, ein riesiger Schuh. Wer den wohl verloren hat? Ich kenne niemanden, der so große Füße hat. Ja, Mr. Irving sieht genau das, was ich auch sehen kann. Was sollen wir jetzt mit dem Schuh machen? Ich meine, der kann hier nicht ewig stehen, die Flut kommt. Schusten, wir haben ein Problem. Was ist das für ein Lärm hier vor meinem Haus? Was ist hier los? Wer macht hier so einen Lärm? Ah, guten Morgen, Mr. Ecke. Es ist schön, Sie zu sehen. Ja, Mr. Irving. Ich will nur meinen Frieden. Und könnten Sie sich bitte Ihre Schuhe wieder anziehen? Oder nächstes Mal Ihre Füße waschen? Es stinkt. Entschuldigung, Mr. Ecke, aber der Geruch kommt nicht von mir, sondern von dem riesigen Schuh hier neben Ihrem Leuchtturm. Natürlich, ein riesiger Schuh. Wollen Sie mich eigentlich... Oh, ein Schuh! Wie ich sagte, Mr. Ecker, haben Sie eine Idee, wem der Schuh gehört? Dieser Schuh? Ja, Mr. Ecker, dieser Schuh, offenkundig. Nein, keine Ahnung. Aber ich will den nicht in meinem Vorgarten. Ich habe genug zu tun mit den Möwen und Robben und dem Seetang und den Touristen und dem Licht im Leuchtturm und der Flut und... Ja, ich verstehe schon, Mr. Ecker. Dann werde ich dieses Rätsel wohl alleine lösen und den Besitzer dieses riesigen Schuhs finden. Und wir gehen mit. Ich bin sehr gespannt, wem dieser Schuh gehört. Los, folgen wir Mr. Irving. Oh, und da ist doch noch jemand anderes aus der Stadt. Ich erkenne den pinken Regenschirm. Das muss Miss Blossom sein. Guten Morgen, Miss Blossom. Wie geht es heute? Guten Morgen, Mr. Irving. Ist das nicht ein schönes Wetter heute? Auf jeden Fall, Miss Blossom. Kann ich Ihnen eine merkwürdige Frage stellen? Eine merkwürdige Frage? Solange Sie nicht unhöflich werden, Mr. Irving. Natürlich nicht, Miss Blossom. Besitzen Sie einen Schuh mit der Größe so ungefähr 1000? Entschuldigung? 1000? Ist das eine britische Größe? Nein, es ist schlicht die Größe des Schuhs, den ich heute Morgen am Leuchtturm gefunden habe. Dann gehört er vermutlich Mr. Ecker? Nein, definitiv nicht. Nun, meiner ist es auch nicht, Mr. Irving, und ich kenne niemanden mit dieser Schuhgröße. Nicht in Teemünster. Vielleicht eine Kreatur aus dem Wald? Ich habe letzte Nacht ein Buch gelesen über Riesen und Trolle. Nun, dann sollte ich vielleicht mal im Wald nachsehen. Perfekt. Und ich werde mich zum Leuchtturm aufmachen und einen Blick auf den mysteriösen Schuh werfen. Und wir gehen weiter mit Mr. Irving zum Wald. Es ist nicht so weit. Immer der Straße Richtung Westen nach und über die Brücke, über den Fluss Brew. Der Greywald. Wunderschön am Tag, doch in der Nacht kann es sehr gruselig werden. Gut, dass es früh am Morgen ist und heute die Sonne scheint.
Der Wald ist sehr alt. Die ersten Aufzeichnungen kommen aus dem 13. Jahrhundert in einer Geschichte über einen Dieb, der hier lebt. Morgen, Mr. Parker. Oh, guten Morgen, Mr. Irving. Keine Post für Sie heute, befürchte ich. Keine Post, keine Rechnung, Mr. Parker. Danke. Haben Sie von dem mysteriösen Schuh gehört, den wir heute Morgen am Leuchtturm gefunden haben? Nein, nicht wirklich. Warum ist der mysteriös? Weil er Schuhgröße 1000 hat. Wie bitte? Mindestens. Sie kennen mehr Menschen in Teacupshire als jeder andere. Erinnern Sie sich an einen Kunden mit riesigen Füßen? Nein, Mr. Irving. Schwer, so jemanden zu vergessen, oder? 1000. Das klingt unglaublich. Ich muss diesen Schuh unbedingt sehen. Am Leuchtturm, sagten Sie? Ja. Gut, dann laufe ich mal los. Ich denke, ich sehe Sie später dort, Mr. Irving. Und vielleicht kann Ihnen Sergeant McSpoonie helfen. Ich habe ihn gerade hier im Wald gesehen. Danke, Mr. Parker. Die Polizei wäre meine nächste Station gewesen. Bis später. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich meine, Sergeant McSpoonie spricht nie besonders viel, aber wenn er schon einmal hier ist, folgen wir Mr. Irving, er wird ihn finden. Sergeant McSpoonie, guten Morgen. Morgen. Was für ein schöner Tag heute, oder? Ja. Sergeant, wir haben einen Schuh am Leuchtturm gefunden. Größe 1000. Kennen Sie jemanden, der solch große Schuhe trägt? Nein. Und Ihrer ist es sicherlich auch nicht? Nein. Nun, vielleicht können Sie Ihre Kollegen in der Polizeistation fragen. Ich werde jetzt zurück zum Leuchtturm gehen und sehen, was wir tun können, falls Sie weitere Fragen haben. Okay. Okay, zu Nummer 1 oder Nummer 2? Beidem. Super. Immer wieder eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Bis später. Ja, Sergeant McSpoonie ist nicht der größte Redner in Teacupshire, aber ein netter Kerl und hervorragender Pokerspieler. Und seine Frau sagt, er ist der beste Zuhörer der Welt. Sie redet für beide, nur so nebenbei erwähnt, aber egal. Wo ist Mr. Irving hin? Oh ja, natürlich, zurück zum Leuchtturm. Vielleicht ist der Schuh noch da. Lasst uns nachsehen. Und wir sind nicht die Einzigen hier. Der Schuh wird noch zu einer lokalen Berühmtheit. Da ist Mr. Acker wohl immer noch sauer über den Gestank in seinem Vorgarten. Miss Blossom und Mr. Parker sind auch hier. Und da kommen Sergeant McSpoonie und Mr. Irving. Kann nun irgendwer den stinkenden Schuh aus meinem Garten entfernen? Wie denn, Mr. Acker? Er ist groß, zu groß zum Tragen. Der ist so groß, der braucht einen eigenen Briefkasten. Haben Sie die Riesen und die Trolle gefunden, Mr. Irving? Nein, nur einen Postboten und einen Polizisten. Das erinnert mich an einen Witz, den ich letztens gehört habe. Treffen sich ein Postbote, ein Polizist und ein Priester in einer Kneipe. Ich bin nicht in Stimmung für alberne Witze, Mr. Parker. Kann jetzt jemand den Schuh entfernen? Was für ein Durcheinander. Jeder ist aufgeregt, in seiner eigenen Art und Weise. Ich sehe schon die Schlagzeilen morgen früh in der Zeitung. Gigantischer Schuh in Teacupshire gefunden. Ein mysteriöses Rätsel. Können wir es irgendwann lösen?